Hallo liebe Freunde, ich bin Hannes, der Arzt, dem die Router vertrauen. Und zwar habe ich ein kleines Problem. Ich wohne nämlich in einem Altbau. Und Altbauten haben das so, dass ein WLAN-Signal, das in der einen Ecke der Wohnung startet, nicht unbedingt in die nächste Ecke der Wohnung kommt. Vor allem nicht, wenn man in der Stadt wohnt und um einen herum sind ungefähr 4 Millionen andere WLANs. Ich stehe also vor dem Problem, dass an meinem Rechner dort Internet ankommen soll und auf all meinen anderen Netzwerkgeräten, sowas wie ein NAS oder ein Fernseher oder ein Fire TV oder was weiß ich, auch Internet ankommen soll, aber mein Internetanschluss ungefähr ganz weit weg ist. Da könnte man jetzt natürlich anfangen, Strippen zu ziehen und einfach jedes Gerät mit einem LAN-Kabel versorgen vom Router aus. Allerdings endet das dann ganz schnell in ganz viel Kabelsalat und man muss irgendwie durch Wände bohren und es sind unendlich viele Meter Kabel notwendig. Da muss es doch was Besseres geben. Ja, gibt es. Und das seht ihr hier schon, da im Hintergrund ungefähr. Ihr seht das jetzt noch nicht so richtig scharf, aber das ändern wir gleich. Das ist das Devolo Gigagate. Und so sieht das Gigagate von Devolo aus. Jedes Basispaket kommt mit zwei Geräten, nämlich einem Sender und einem Empfänger, wobei der Empfänger einen Switch drin hat und auch einen WLAN Access Point. Man kann übrigens noch weitere Empfänger dazu packen. Die Geräte sind in Klavierlack schwarz gehalten. Ich bin da nicht der größte Fan von, wegen des Staubes, aber an sich sind die relativ unauffällig. Hier sehen wir den Empfänger. Ihr könnt das sehen, der blaue Port ist Gigabit und die anderen sind Fast Ethernet. Aber was für Geräte kann man eigentlich einsparen, wenn man dieses Gigagate benutzt? Also, den Router braucht ihr natürlich weiterhin, das ist euer Internet. Aber ihr braucht zum Beispiel gar keinen Repeater mehr und ihr braucht auch keinen LAN über Strom oder dieses DLAN, wie auch immer. Ihr braucht nur noch kürzere Kabel und nicht diese riesen langen Dinger, die ihr sonst durch die halbe Wohnung gezogen habt, auf dem Weg zu einem Switch, den ihr irgendwo beim Fernseher oder so stehen habt. Und natürlich braucht ihr dann auch kein Stromkabel mehr dafür. Eigentlich braucht ihr diesen ganzen Kabelkram nicht mehr, das machen wir weg. Das Aufbauen der Verbindung zwischen den Geräten ist super easy. Ihr zieht einfach ein kleines Kabel von dem Router, den ihr sowieso schon habt, zu dem Sender und steckt das da rein. Und dann genau das gleiche macht ihr beim Empfänger. Dort kommen dann alle eure Geräte rein, die ihr so habt. Zum Beispiel euer PC, der am besten an dem blauen Port, weil der am schnellsten ist, oder euer NAS-System oder noch weitere LAN-Geräte. Dann werden die beiden Stationen miteinander kommunizieren, da leuchtet so eine rote Lampe und wenn die weiß ist, dann habt ihr die Geräte auch schon verbunden und ihr habt eine WLAN-Brücke. Mein persönlicher Use Case für das Gigagate sieht folgendermaßen aus. Mein Internetanschluss, der ist im Schlafzimmer. Das ist ein bisschen schade, aber da kann er nun mal nicht weg. Dort steht also auch mein Kabelmodem und dort steht mein WLAN-Router. Von meinem WLAN-Router gibt es zum Glück ein LAN-Kabel, das ins nebenangehörige Wohnzimmer leitet. Und dort steht dann tatsächlich auch meine Gigagate-Basis, das heißt das Gerät, das nur einen Netzwerkanschluss hat. Jetzt möchte ich aber auch gerne, dass mein Internet, und zwar mit den vollen 100 Mbit, die ich auch gebucht habe, in meinem Arbeitszimmer hier ankommen. Das ist aber leider nochmal in einem Nebenzimmer vom Wohnzimmer und das sind ungefähr 4,5 Meter und eine ziemlich massive Wand, die dazwischen ist. Ich könnte jetzt also anfangen, vom Wohnzimmer aus ein Kabel zu ziehen. Nein, das möchte ich nicht. Und genau da kommt das Gigagate hinzu. Ich habe hier den Gigagate-Empfänger. Der versorgt über den Gigabit-Anschluss meinen Rechner mit, ich sag mal, dem schnellsten Netzwerk. Und dann hängt da noch ein weiterer Access Point dran, über den ich hier ein weiteres WLAN aufspanne. Devolo hat eine Software rausgebracht, die nennt sich Devolo Cockpit und die seht ihr hier schon. Und da könnt ihr sehen alle Devolo-Geräte, die in eurem Netzwerk sich befinden. Und hier könnt ihr vor allem auch sehen, wie so die Datenrate ist, die von der Base zu dem Satelliten geht. Hier seht ihr, von der Base zum Satelliten sind es momentan 975 Megabit und zurück sind es fast 100 Mbit mehr. Alles in allem bin ich ziemlich zufrieden dafür, dass diese beiden Geräte ungefähr, na, ich sag mal 4,5 Meter und eine mittelstarke Wand auseinanderstehen. So, viel mehr kann man hier aber tatsächlich jetzt gar nicht machen. Es gibt zwar irgendwie ein Optionsfenster, aber da, ja gut, kann man nur zwei Sachen anhaken und die sind nicht besonders spannend. Aber wenn man hier diese Slider ausfährt, dann kann man auf die Konfigurationsseiten der Geräte zugreifen. Ich habe die hier schon mal vorbereitet. Und zwar fangen wir an mit der Basis.
Dort gibt es erstmal ein Fenster mit so einer Übersicht. Hier kann man also sehen, okay, der Bridge-Status ist aktiviert, das 5-Gigahertz-Band ist an, es gibt irgendwie einen Kanal, Netzwerkname und Schlüssel, ach, die muss ich gleich mal ausblenden. Und diese Basis hat ja auch nur einen Ethernet-Port, der ist momentan belegt, da ist also das Kabel zu meinem Router dran. Ja, viel mehr sieht man jetzt hier in dieser Übersicht erstmal nicht. Da gibt es noch diesen Punkt mit den Einstellungen, da kann man zuerst mal die Sprache auswählen. Man kann ein sogenanntes Gerätekennwort festlegen, sodass nur man selbst darauf zugreifen kann und nicht jeder, der im Netzwerk auch angemeldet ist. Und es gibt diese Netzwerkeinstellungen. Die sind erstmal relativ übersichtlich. Die sagen erstmal nur aus, soll da ein DHCP-Client laufen oder nicht. Also soll die IP-Adresse automatisch bezogen werden. Ich würde empfehlen, immer anlassen, es sei denn, ihr wisst, was ihr tut. Dann gibt es hier noch so erweiterte Einstellungen, womit man zum Beispiel die LEDs des Gerätes ausschalten kann, falls es in einem dunklen Raum steht und die relativ hellen weißen LEDs stören, kann man die hier einfach zack ausmachen und dann leuchtet da gar nichts mehr. Genauso wie man die Tasten am Gerät auch deaktivieren kann, sodass da niemand, der da irgendwie dann rumspielt, irgendwas kaputt machen kann. Und dann gibt es hier noch die Bridge-Konfiguration. Dort gebe ich ein, soll ich überhaupt den Bridge-Betrieb machen, ja oder nein? Wie soll der Netzwerkname sein? Standardmäßig wird da einfach einer selbst ausgewählt. Den kann man auch so lassen. Man sieht hier den Modus. Man kann das sowohl im AN- und AC-Bereich haben, als auch nur auf 2,4 GHz beschränken. Ich würde es aber auf 5 GHz tatsächlich lassen, weil das einfach die höchste Datenrate bringt. So, weiter geht's mit der Satellitenkonfiguration. Auch dort gibt es hier erstmal so eine Übersicht. Dort sehen wir auch, Bridge-Status ist aktiviert und verbunden, auch im 5 GHz-Netz. Es gibt hier WLAN, der ist bei mir aktuell deaktiviert. Da kommen wir gleich noch zu. Diese Satellitenbasis, die hat einen Gigabit-Port, an dem momentan mein Rechner dranhängt, damit der die vollen knapp 1 Gigabit auch abbekommt. Und dann hat sie 4 Fast Ethernet-Ports, also 100 Mbit. Davon ist einer bei mir belegt, denn ich habe da noch einen 5 GHz Repeater dran, damit ich überall in meiner Wohnung 5 GHz WLAN habe. Denn hier steht zwar WLAN-Status, dieser Satellit, der kann auch als Access Point konfiguriert werden. Allerdings funkt er dann nur im 2,4 GHz Netz. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hatte gedacht, dass da auch ein 5 GHz Access Point mit drin ist. Devolo hat gesagt, momentan noch nicht. Sie denken darüber nach, das eventuell in einem Update nachzuliefern. Ja, mal schauen, wann und ob das kommt. Auch hier gibt es dann wieder die Einstellungen Geräte-LEDs an oder aus, Geräte-Taste an oder aus. Alles in allem ziemlich einfach gehalten. Man braucht nicht viel machen. Im Prinzip ist das Ganze Plug and Play. Ich muss einfach nur die zwei Stationen einstecken. Die verbinden sich automatisch und dann habe ich praktisch eine WLAN-Brücke, ohne dass ich viel dafür machen muss. Diese Konfigurationsseiten, die lassen sich übrigens auch vom Handy aus ziemlich gut bedienen. Wenn ich das hier mal so ein bisschen schmal mache, ist ein bisschen responsive gestaltet. Da könnt ihr also auch mit dem Handy ziemlich gut drauf rumklicken. Ich sag mal so, mein persönliches Problem hat das Gigagate super gelöst. Die 4,5 Meter und die mittelschwere Wand überbrücken die beiden Stationen wunderbar. Hier kommt immer noch bis zu 1 Gigabit an und das reicht mir vollkommen, um meine ganzen Daten tatsächlich über dieses WLAN auf mein NAS zu schieben und die Internetverbindung ist auch wunderbar ausgelastet. Wenn ihr also vor einem ähnlichen Problem steht wie ich und Internet von dem einen Raum in den nächsten bringen wollt, ohne dafür groß Strippen zu ziehen, dann solltet ihr auf jeden Fall euch das Devolo Gigagate einmal anschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Devolo für die Teststellung dieser Geräte und bedanke mich auch bei euch fürs Zugucken. Denkt dran, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und drückt auf die Glocke, von der ich immer noch nicht weiß, wo sie ist. Verdammt, ich muss das echt mal anschauen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Oh! Hallo, hallo. Hallo. Setzen Sie sich ruhig. Ja, ja, vielen Dank. Schön, dass Sie so schnell Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun? Also, ich weiß nicht, es geht irgendwie um meinen Job. Eigentlich wollte ich glücklich sein. Ich helfe den Menschen um mich herum, mein Job hat eine gewisse Strahlkraft, müssen Sie wissen. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, die Belastung, die wächst mir über den Kopf. Es gibt immer mehr Konkurrenz in meiner Umgebung und ich muss immer mehr leisten. Und Glasfaser macht das alles nicht einfacher.
Verstehe, ja. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, das Management möchte mich austauschen. Ich habe da schon einen neuen gesehen. Ich wette, die tauschen mich aus. Aber könnte es nicht sein, dass man sie nur unterstützen möchte? Denken Sie noch mal an Ihre Work-Life-Balance. Eventuell wäre es gar nicht schlecht, mal etwas kürzer zu treten. Wäre es denn so schlimm, sich helfen zu lassen? Manchmal muss man einfach neue Brücken bauen. Eventuell können Sie mit einer ganz kleinen Erweiterung noch sehr viel länger im Dienst bleiben. Wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Danke, jetzt geht's mir viel besser. Aber gar kein Problem. Dafür bin ich doch da.